Hallo und herzlich willkommen zurück in den Silent Forest bei der Zone 4. Seht euch den Angeber an. Oh, ich bin der Schnellste. Oh, mir wird schlecht. Seid ihn ein bisschen zurechtzustützen. Ah ja, er will uns zurechtstutzen. Das soll er doch mal probieren. Und wir sind kein Angeber, weil wir sind halt die Schnellsten. Der Schnellste. Juhu! Ein neues Level. Ich freue mir einen Ast ab. Okay. War wieder klar. Hau bloß ab, du Spinne. Ah, schon wieder so Bomben, Mizi-Schweine. Au. Ah, wie ich solche Viecher hasse. Jetzt lass mich los. Ah. Da ist bestimmt was. Ist doch was. Haha, ich hab's gewusst. Aber ich hätte eigentlich eher mit einem roten Ring gerechnet. Ah! Ah, da oben ist noch Platz. Mal gucken, was da abgeht. Ein roter Ring, als ob ich es nicht gerochen hätte. Wow. Und da oben konnte man auch rein. Ah, da war ein ist so Leben. Schön, dass ich hier verkloppen will. Nicht, dass es mich glücklich macht. Aber ehrlich gesagt, nichts machen. Wow, wow, wow! Das nenne ich Skill, Leute. Das nenne ich Skill. Das war ja mal krass. Also der Trick war aber heftig. Aus dem Abgrund die Bombe nach oben getreten. Und dafür dann das Schweinchen getroffen. Das kommt mir irgendwie ein bisschen aus älteren Sonic-Teilen bekannt vor. Wow, wird er voll eingesaugt. Okay, wir sind wieder draußen. Au. Aber so geht's. Ha. Ah, es gibt leider nur Ringe. Kein roter Ring dabei. Das wäre mir echt lieber gewesen, wenn da noch ein roter Ring dabei gewesen wäre. Aber leider nicht so der Fall. Aber wir haben wieder Bohr-Action. Vielleicht taucht da irgendwo ein roter Ring auf. Nein, ich erwischte nicht den einen Ring da. Das kann doch nicht wahr sein. Diesen einen Ring, jawohl. Den nehmen wir mit. Und haben wir außen noch einen Ring. Die erwische ich bloß nicht, weil ich einfach zu doof bin. So, weiter in den Innenring abtauchen. Sind das nur die Ringe oder gibt es da vielleicht einen roten für das Ganze? Aber nein, leider nicht. Also heißt es weiterbohren. Und Geronimo. Und wieder. Und weiter. Und hier rein. Und da ist dasselbe gleich nochmal. Wir holen uns erstmal die Ringe. Und stellen sicher, dass wir safe sind. Und dann bohren wir in die Punkte rein, weil es so viel Spaß macht, reinzubohren. Und es ist kaputt und ein Treaty fällt raus. Das nenne ich mal spektakuläre Szenen. Nee, Spahn. Weiter.
die nächste Kugel. Wow. Ja, komm, wie sollten wir das denn machen? Ja. Ja, sind die mies. Ja. Aber jetzt können wir Zeit sparen. Jetzt wissen wir, dass wir die ganzen Ringe nicht brauchen. Also nehmen wir gleich die Abkürzung hier rüber. Ah, das war zu steil. Das war zu steil, verdammt. Also, auf ein neues. Aber diesmal mit Schmackes. Bohren wir uns durch die Gegend. Ah, da gibt's ein Turbo auch. Ah. Wow. Das muss mir doch einer sagen, dass da ein Turbo gibt. Wenn dein Auto einen Turbolader hat und es steht nicht drauf, dann weiß es auch kein Mensch, dass das Ding einen Turbolader hat. Außer man hört es natürlich, ja, aber für die Leute, die sich jetzt nicht mit Autos auskennen, die hören das sowas nicht. Wow! Das war ja mal. Das war mehr Glück als wie Verstand, Leute. Das gebe ich gerne selber zu. Das war definitiv nicht mehr geskillt. Das war einfach jetzt nur noch drauf gedrückt und hoffen, dass man es schafft. Oh, ich denke mal, wir müssen wieder weiter nach rechts. Und da schalten wir den Turbo wieder ein. Wow. Wir haben jetzt alle Bomben beseitigt und tun das Ding mal ein bisschen kaputt machen. Aber ich treffe die letzte Kugel nicht. Aber da ist jetzt kaputt gegangen. Gott sei Dank. Und weiter. Aber es ist kein roter Ring aufgetaucht. Das wundert mich jetzt gerade schon ein bisschen. Ihr wisst wie hier. Ah ja, wie sollte man das jetzt schon wieder machen? Ah ja, ne, dann lassen wir das mal. Da wird zwar irgendein Secret sein, aber... Oh! Schatten! Okay, was ganz Neues? Hey, cool! Ah, da kann man nämlich bloß... Ah, okay. Wenn das nämlich aktiv ist, das Licht, dann kannst du halt noch anvisieren. So. Wenn das nämlich nicht mehr aktiv ist, dann kannst du die Gegner nicht mehr anvisieren. Das ist ja gemein. Ha, aber das habe ich doch rechtzeitig geschafft, dass ich die fetten Kater da... Oder Katerschwein oder was das auch immer darstellen soll. Das schaut echt cool aus. Also so finde ich es echt geil. Sollte mir vielleicht Gedanken darüber machen, die Schuhe leuchten immer noch rot. Das ist cool, das ist cool. Miau! Das nennt ich mal High Speed. Ah, es hilft mir alles nichts, leider. Und das heißt, wir müssen jetzt ganz genau hüpfen. Und jetzt, komm. Jawohl. Und ich habe hier irgendwie so einen kleinen Verdacht. Jawohl. Der hat sich auch bestätigt. Ah, das, wir haben schon wieder einiges verpasst. Das finde ich jetzt nicht so toll. Wenn ich mal ehrlich bin. Das finde ich gar nicht toll. Also, da unten ist bloß ein 10er Ring. Na, zu früh. Das war ein bisschen zu früh. Ah, auch wieder zu früh. Verdammt, wann kommt denn das Teil nicht mal hoch? Und wieder dasselbe. Und jetzt.
Und jetzt hat er... Wow! Okay. Aber ich habe gerade einen roten Ring gesehen. Wo ich nicht weiß, wie ich da rankommen soll. Aber jetzt vielleicht weiß ich es. Na komm. Komm, lass mich durch. Bloß nicht zu schnell werden und zu übermütig. Sonst könnte das böse enden. Und hier haben wir ihn. Einen weiteren roten Ring. Aber wenn man einfach bloß runterläuft, ist es mehr als wie Fail. Oh Mann, also ab und zu, wie schon gesagt, könnte ich mich einfach mal selber verdreschen. Und bei der Mizi ist einen auf den Deckel gegeben, weil sie es verdient haben. Und weiter geht's. Durch die Todessäulen und schnell dran vorbei. Und an der roten Ringe wieder eingesammelt. Und wir laufen durch und schauen, wo wir rauskommen. Draußen. Wenn ich dir im Gesicht wehtue, oh, muss ich lächeln. Also tue ich mir letztendlich nur selber. Typisch. Oh ja. Schmeiß das Zeug ab. Und genau in die Stahlkugel rein. Das, was ja immer eine Lieblingsbeschäftigung ist. Und von hinten drauf springen. Also die letzten Dinge haben wir eh schon. Also es dürfte jetzt nicht mehr lange dauern. Jupp, genau hier. Alter. Das ist echt mal gemein. Wo ist er schon wieder? Da ist er. Jawohl! Ja, wir haben ihn geschafft, Leute! Ja, und ich bin beinahe sogar noch abgestürzt. Aber wir haben den Emo besiegt. Das ist super. Wir kommen doch gut voran. Gut voran. Und wir haben sogar 3 rote Ringe in diesem Level eingesammelt, was ich auch richtig gut finde. Und schon wieder irgendeinen schwarzen Wisp. Da, wo ich nicht weiß, was der kann. Aber ich habe schon einen und der hat Stufe 5. Und den werden wir jetzt wahrscheinlich mal im nächsten Level mal ausprobieren. Weil ich einfach nicht weiß, was die ganzen Wisp-Items da bringen. Ich weiß ja bloß, dass der Radar halt die roten Ringe halt anzeigen kann. Und das ist die Skyroad. Ha, sehr interessant. Also Leute, ich würde sagen, das, die Skyroad Zone 1 sehen wir dann im nächsten Part. Abonnieren, kommentieren und gut bewerten, wenn euch das Video gefallen hat. Nicht vergessen, und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder, wenn wir in der Skyroad 1 halt schön aufräumen. Bis dahin noch viel Spaß und ein Servus. Bis dahin. Ciao, ciao.